herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute gibt es für euch wieder ein Bye-Bye-Video. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So, ich habe wieder ein bisschen aussortiert. Bei mir passiert das öfter und vor allen Dingen regelmäßig, weil ich einfach sehr viel habe. Und ich, ja, wie jetzt in den, wo ihr das ja schon in den Aprilkörbchen gesehen habt, ich suche mir immer Sachen aus, die ich dann über einen längeren Zeitraum benutze. Weil ich finde, nur wenn man Produkte täglich benutzt, kann man wirklich feststellen, ob die wirklich was für einen sind oder nicht. Wenn du sie ja nur einmal die Woche benutzt, dann findest du nicht wirklich raus für dich, ob das was für dich ist oder halt nicht. Und da ich mir ja jetzt oft für einen Monat was raussuche, was ich dann benutze, habe ich halt bei einigen Produkten gemerkt, dass sie halt nichts mehr für mich sind und dann sortiere ich diese Produkte natürlich auch aus. Fangen wir an. Die hatte ich mir ja auch rausgesucht für mein Aprilkörbchen. Das ist die Essence Follow Your Heart Palette. Die sieht so aus. Die hat sehr viele natürliche Farben, aber ist auch so sehr schön und man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Aber es ist einfach nicht mehr das Qualitätsstandard, was ich mir wünsche. Es gibt halt Paletten, die sind schon besser. Ich meine, für den Preis und von Essence kann man echt nicht meckern. Und so schlimm ist die Pigmentierung jetzt auch nicht. Ich kann euch ja mal was swatchen. Aber es ist halt nicht mehr das, wonach ich greife. Und deshalb sortiere ich die schweren Herzens aus. Und diese Farben habe ich auch in ganz vielen anderen Paletten noch. Deswegen sortiere ich diese Palette aus. Auch aussortieren werde ich die Aurora Lights von BH Cosmetics. Ich habe die immer behalten bisher, weil ich mir dachte, vielleicht brauchst du ja irgendwann nochmal einen farbigen Schimmerton. Und aber ich muss ehrlich gestehen, jedes Mal, wenn ich einen farbigen Schimmerton brauche, da habe ich entweder einen genommen aus der Palette, die ich gerade benutzt habe, oder ich habe von BH die Take Me Back to Rio. Ja, ich glaube, die heißt so. Und da sind ja auch schimmernde Glitzer, was auch immer, Farben drin. Und die sind von der Qualität schon besser als die, weil das hier ist noch eine relativ alte Palette. Auch die Qualität ist nicht schlecht. Ich kann euch das ja mal zeigen hier mit den Grünen. Das sind halt gebackene Lidschatten. Aber ich greife halt überhaupt nicht mehr zu der Palette und deswegen sortiere ich die aus. Aber wie ihr seht, sie ist sehr gut pigmentiert eigentlich. Aber wie gesagt, nichts mehr für mich und deswegen wird die aussortiert. Dann haben wir noch eine Palette und zwar die Salted Caramel Palette von Isle of Makeup, also von Revolution. Die sieht so aus, die hat auch sehr viele natürliche Farben, wie man sieht. Und da habe ich das ähnliche Problem wie bei der Essence Palette, dass ich einfach nicht mehr danach greife und dass mir auch die Qualität der Lidschatten nicht mehr stark genug ist, weil es einfach bessere gibt. Und ja, hier zum Beispiel ist ein Ton. Das war jetzt natürlich ein sehr heller Ton, aber ja, reicht mir jetzt nicht mehr aus und ich greife einfach nicht zu und ich habe genug Paletten und deswegen sortiere ich die aus, obwohl ich Revolution sehr gerne mag. Dann sortiere ich zusätzlich noch aus die Shape Tape Foundation von Tarte. Die habe ich ja in ein Gewinnspiel gewonnen. Die ist halt sehr deckend, also wie der Shape Tape Concealer auch. Mir fast ein Tick zu cakey, auf meiner Haut jedenfalls. Und auch diese Farbe ist halt Porcelain. Und dadurch, dass das so einen Applikator hat wie der Concealer, kann ich die auch nicht gut mischen. Und deswegen sortiere ich die aus, weil sonst wird sie schlecht in meiner Sammlung und das wollen wir ja nicht. Dann habe ich einmal hier ein Liquid Eyeshadow von Wet n Wild in so ein dunkelgrün. Das habe ich aussortiert, nicht weil das schlecht ist oder was auch immer, aber der soll ja wie so ein Topper sein und es funktioniert irgendwie nur, wenn man, also nur richtig gut, wenn man schwarz oder dunkelbraun benutzt. Und da ich diese Farben sehr selten benutze, brauche ich diesen Liquid Eyeshadow einfach nicht. Und deswegen darf der ausziehen. Dann sortiere ich auch schweren Herzens. Ich habe mich aber eigentlich nur verkauft.
von Urban Decay diesen Holographic Highlighter aus. Ja, wie gesagt, ich habe mich vergriffen. Ich dachte, das wäre ein Lidschatten. War es aber nicht. Und ich kann halt mit so holographischen Highlightern einfach nichts anfangen. Und als Lidschatten funktioniert der auch nicht, weil der halt kaum Deckkraft hat, weil er halt ein Highlighter ist. Und deswegen sortiere ich den aus. Dann habe ich nochmal zwei Dinge, die ich aussortiere. Und zwar einmal diesen Blush hier von Maybelline in der Farbe Coral Fever. Den habe ich schon relativ lange, aber der ist halt definitiv zu hell für meine Haut inzwischen. Und deswegen sortiere ich den aus. Wenn den jemand haben möchte, kann er den gerne geschenkt haben. Gegen Versandkosten natürlich würde ich euch den zuschicken. Aber ich selber brauche den nicht mehr und sortiere ihn deswegen aus. Aber es wäre ja schade, wenn ich ihn in den Müll schmeißen müsste. Vielleicht macht er ja noch jemanden von euch glücklich. Dasselbe gilt für den nächsten Blush. Der war mir gebrochen und den musste ich pressen. Und deswegen sieht er halt nicht mehr so schön aus. Das ist der Satin Coral Blush von Essence. Der sieht halt so aus. Der ist, wie gesagt, neu gepresst. Aber auch für meine Haut zu hell. Da das Gleiche, wenn jemand von euch Interesse daran hat, gegen die Versandkosten würde ich euch das zuschicken. Ansonsten wandern die zwei Blushes in den Müll. Ja, und das war's auch schon. Ja, ich finde halt, man muss regelmäßig mal aussortieren und das mache ich halt auch regelmäßig und dann tut es auch nicht so weh, wenn man regelmäßiger aussortiert und man wirklich dann nur noch den Kern hat, den man richtig mag von seinem Make-up, ist ja auch sinnvoller, als wenn man alles hortet. Demnach habe ich da kein schlechtes Gewissen und nur weil ich das aussortiere, heißt es nicht, dass es schlecht ist oder dass es für euch nicht funktionieren kann. Es ist einfach nur, es passt nicht zu mir und meiner Haut und meinen Vorlieben. Und wenn das ein Lieblingsprodukt von euch ist, dann darf es das natürlich auch gerne sein. Also meine Meinung ist ja nicht von jedermanns die Meinung. Gut, genug geredet. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auf meinen Social Media Kanälen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.